So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu drei jungen Menschen, die die Jugendsprache mit Sicherheit beherrschen, denn sie sind Stars auf YouTube und haben einen der meistgeklickten Kanäle dort und machen Musikvideos, Comedy-Clips etc., alles Mögliche. 1,8 Millionen Abonnenten, 350 Millionen Klicks. Der eine oder andere von Ihnen kennt sie mit Sicherheit. Bitte begrüßen Sie die drei von White Titty. Herzlich willkommen. Matthias und Ogus. Os. So, bitte? Nee. Os heißt das. Der nimmt's da ganz. Oder OG, genau. Ogus steht hier. Ist doch Mülheim hier, da weiß man das doch. Also Köln-Mülheim sagt man Ogus, spricht man Ols aus? Os. 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 Ja. Ein weiches G, das ja. Es bindet. Ja. Okay. Os. Ihr seid aber eigentlich gar keine Kölner, oder? Nee, wir sind Franken, sagen wir. Mittelfranken. Ah, Franken. Ja. Oberpfälzer. Nee, von Nürnberg. Von Nürnberg. Und ihr seid euch hier nach Köln verschlagen, schon vor einer Weile, weil ihr gedacht habt, Köln ist genau das Richtige, um Comedy zu machen? Oder genau, ja. Weil es in Franken noch keinen Internetzugang gab? Beides. Also ja, die beides. Uploads haben einfach zu lang gedauert. In Hilpoltstein, da kommen wir her. Und deswegen auch, weil Köln einfach schon so die Medienmetropole und halt auch so die Comedy-Stadt war. Weil wir auch einfach mal rauskommen wollten aus Hilpoltstein. Und jetzt seid ihr hier geblieben. Ja, und jetzt habt ihr, ist geil hier. Macht ihr sehr, sehr erfolgreich. Ja, das ist, ihr kommt aus Franken und findet es in Köln geil. Das ist schon mal gut. Ja. Ja? Das ist umgekehrt so ein Ding gewesen. Ja, genau. Es war schwierig. Viele Leute kommen nach Köln und sagen, wieso ist das hier ist irgendwie. Ist, also das Bier ist besser in Mittelfranken. Ja, das muss man schon, das muss man schon sagen. Du machst ja aber schon mal ein paar Feinde hier. Da habt ihr keine Probleme. Sorry. Ja. Das ist schön, dass ihr euch hier wohlfühlt und habt dann angefangen, bei YouTube Clips zu basteln. Und das hat sich in den letzten Jahren exponentiell, eure Klicks haben sich ja exponentiell erhöht. Das war ja, das ist ja unfassbar. Dramatisch. Unfassbar, ja. Mittlerweile. Und ihr macht einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle. Ihr seid 2021? 22. 21. Bin der Älteste. Wie viel kann man da verdienen im Monat? Sehr, 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 sehr. Wahrscheinlich so ungefähr so wie viel du, wie ja. Du. Tatsächlich? Okay. Ja, ja, solltest mal überlegen, ob du mal. Ich bin raus, Kanal machst. Ja, aber das ist ja schon was, womit man offensichtlich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also, ja. Das hat wahrscheinlich klein angefangen. Ja, absolut. Und mittlerweile. Ja. Was heißt das, Lebensunterhalt verdienen? Ihr könnt euch eine Wohnung leisten. Wir können was eigene Wohnung. Ihr habt jeder eine eigene Wohnung? Was zum Essen, ja. Das, was man so braucht. Um ein Auto. Handy. Könnten Vertrag. Wir, haben wir aber nicht tatsächlich. Also wir fahren noch Bahn. Aber wir leben jetzt auch nicht großartig anders als andere in unserem Alter. Wollen wir auch nicht unbedingt. Ist das was für die Zukunft als Geschäftsmodell? Oder sagen, nee, also das ist zum Anfang ganz gut, aber eigentlich wollen wir später mal ein Auto, meinst du? Ins echte Fernsehen. Also YouTube meinst du, oder? Bitte? YouTube. Du meinst YouTube. Als Geschäftsmodell. Ja. Absolut. Also, ich glaube, also nicht nur für den, dem YouTube gehört, sondern auch für euch. Ja, ja. Also für den sowieso. Für den sowieso. Fall, ja. Was man da so hört, kommen die ganz gut bei weg. Ja. Aber für uns ist es auch okay. Aber wir stecken sehr, sehr viel auch wieder in die Projekte rein. Das ist uns sehr wichtig. Von wir Anfang haben ja an. Vor allem auch nicht damit angefangen, Geld zu verdienen, sondern es kam halt so mit sich. Wir haben ja die ersten 4 Jahre, glaube ich, komplett umsonst eigentlich. Das, was rauskam, haben wir komplett wieder reingesteckt. Eure Fans sind ja sehr jung, oder? Es geht, also die werden immer älter. Die wachsen mit. Gut, das ist normal. Also sie sind, glaube ich, jünger als deine Fans so im Schnitt, würde ich sagen. Aber identisch mit der Justin Bieber-Zielgruppe vielleicht? Nein. Also die auch, aber es ist wie gesagt so, wir machen die Videos ja eigentlich schon für uns auch sehr. Also wir wollen sie selber lustig finden und Leute in unserem Alter finden die größtenteils schon auch lustig. Sie schreiben halt keine Kommentare oder bewerten die Videos oder kommen auf der Straße an und schreien plötzlich. Das ist halt nicht der Fall. Das sind dann eher schon Jünger. Ja, so kommen die immer an, die Mädels. War ja typische Zielgruppe von uns. Habt ihr Freundinnen? Ja, ja. Wir leben in einem Harem. Ich habe 5 Frauen. Nee, jetzt mal ernst! Das ist die White Titty WG. Deswegen machen wir YouTube-Videos, Stefan. Das ist bei dir doch genauso, also, ihr habt Freundinnen. Wechselnde Geschlechtsteile. Ja. Geschlechtspartnerin. Also wir haben mal gesagt, dass wir alles, was hier, privat vielleicht kann das einer von euch gebrauchen, hier von eben, Erich. Können wir mitnehmen nach Hause? Ja.
Geil, wollt ihr nicht drüber reden? Ist schlecht fürs Business oder wie was? Ist es, wie ist es bei dir? Du kennst es doch auch. Also irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Ah, okay, sehr gut. Ja, verstehe. Wir haben uns viel abgeguckt. Sehr gut, ja, ich sehe das. Wir schauen uns mal ein paar Clips an. Also ihr macht auch erfolgreich Musik. Ein Clip, den viele kennen, heißt Der letzte Sommer. Wir schauen mal rein. Ja, kleiner Ausschnitt von Wild Titty. Der letzte Sommer hieß das Video. Wie viele Leute haben das zum Beispiel gesehen, das Video? Ich glaube 12 Millionen oder 13. Sind wir jetzt auch für ein Echo nominiert. Für ein Echo nominiert? In der gleichen Kategorie wie Lena zum Beispiel. Richtig. Ja, kennst du? Kenn ich, ja. Wow. Es geht ja richtig ab. Macht ihr auch Konzerte? Wirklich verrückt, ja. Ja, also wir haben es vor. Wir wollen richtig richtigen Auftritt machen. 45 Minuten in Berlin diesen Sommer. Mit Musik und mit Musik dazwischen, so, also wir wissen es auch noch nicht so genau. Wir, wir gucken mal. Ne? Aber ja, also Musik ist schon der Aufhänger auf jeden Fall. Wollt ihr ja auch noch ein Album produzieren? Schreibt ihr eure Sachen selber? Ist jemand von euch Musiker? Kann jemand von euch Musik machen? Also so wirklich, wir haben einen gefunden aus Dresden, irgendwo in dem Forum, schon vor 6 Jahren. Der macht von Anfang an Musik für uns und mit dem machen wir das alles gemeinsam. Wir sind selber keine Musiker, aber sehr musikbegeistert. Ihr schreibt dann Texte? Wir schreiben die Texte dann. Kreativ machen wir noch alles selbst bei uns. Ja. Wie finden eure Eltern das, dass ihr keine anständigen Berufe habt? Oh, mittlerweile ganz gut. Das geht gut, vielleicht 5 Jahre noch, dann ist schon wieder vorbei und macht doch mal hier. Also am Anfang war es natürlich schon schwierig. So, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt nach Köln ohne Geld und mit dem, was gesagt, wir da Köln, machen. Köln, oh mein Gott, ist das nicht diese große Stadt? Ist das nicht diese große Stadt, ja. Am Rhein, wo also alles drüber alles und runter ein bisschen anders läuft. Ja. Ja, ich hatte schon eine Ausbildung, habe die dann kurz bevor die angefangen, bevor es angefangen hätte, habe ich die abgesagt. Was war das für eine Ausbildung? Polizei. Polizei? Ach, guck mal, du wärst gerne Polizist geworden. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja. Wir haben noch einen kleinen Clip, den schauen wir uns mal an. Und zwar heißt der Dr. Alles. Bitte schön. Ja, kleiner Ausschnitt. Aber man muss schon sozusagen Abonnent sein, um alles sehen zu können? Nee, nicht. Also jeder kann sich alles angucken, aber die Abonnenten kriegen halt immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Also wenn das jetzt sozusagen das Ziel ist, bei YouTube zu bleiben, gibt es noch irgendeine andere Alternative? Oder sagt ihr, Fernsehen ist für uns eh uninteressant, weil die jungen Leute gucken eh kein Fernsehen mehr. Wir machen eh alles auf YouTube oder auf anderen Internetvertriebswegen. Also wir hätten halt wahnsinnig Bock nach wie vor irgendwie auch was Längeres zu machen. Also YouTube ist halt wirklich, du machst wirklich immer nur diese Sketche halt eben. Und das können wir uns halt wirklich gut vorstellen, das irgendwie noch zu machen. Und wir sind grundsätzlich eigentlich allem gegenüber offen. Wir sagen halt nur YouTube, das ist das Ding, wo wir herkommen, mit dem wir groß geworden sind. Das werden wir halt auf jeden Fall beibehalten. Das Buch gibt's auch noch, sehe ich gerade. Das hier, was kann man denn darin sehen? Ja, verrückt, ne? Ist ja nicht Buch. Ein Buch in Zeiten von Internet, was ist das denn eigentlich mit Seiten? Ja, genau, das drin, haben wir uns halt auch gedacht. Ja, aus Papier? Akku-Anzeige ist drin. Oder was? Ne, Akku-Anzeige ist drin. Das kann man doch bestimmt irgendwie in so einen USB-Slot reinstecken oder sonst irgendwas. Ein Buch, was soll das denn? Ja, haben wir uns eben auch gefragt, warum ist es ein Nicht-Buch geworden? Also es ist ein bisschen eine Parodie auf Buch auch. Wir haben alle so Formen. Aber in Buchform? Ja. In Buchform, ja. Das fanden wir ganz lustig. Kann man das auch irgendwo downloaden oder gibt es das nur als Buch? Das ist ein bisschen strange, weil das gibt es auch als E-Book. Genau. Aber das macht, finde ich, gar keinen Sinn. Warum? Ja, weil es extra deswegen ja ein Buch ist, damit wir mal was anderes machen. E-Book ist ja auch dann wieder online ist, das finde ich halt E-Book ist doch auch ein Buch. Eben. Ich finde es cool, also ich denke auch. Nur weil man E-Book nicht verbrennen kann, oder was? Damit kann man nicht so viel Geld machen. Ach so, okay, das ja verstehe. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Ja, Gangnam Style oder Harlem Shake? Beides geil. Beides geil? Habt ihr schon einen eigenen Move auch? Wir haben Harlem Shake gemacht auch, ja. Ja, aber nur nachgemacht. Habt ihr einen eigenen Move? Ihr müsst einen eigenen Move machen. Wir hatten mal so eine ganz komische Geschichte mit Hans Bauer frisst einen Besen unter jedes Video schreiben. Also wir haben die Leute dazu aufgefordert, das zu machen. Dann stand es unter jedem YouTube-Video. Und dann haben tatsächlich Leute Hans Bauer gekannt, aber uns nicht. Also wir sind irgendwie zu so einem Event gefahren und der Taxifahrer haben wir über Hans Bauer geredet und er meinte so, ja, Hans Bauer habe ich mitgekriegt da, dieser Internettrend. Aber wer ist White Titty? Ja, uns kannte nicht. Ja, das war offensichtlich das Internet. Okay, Justin Bieber oder Justin Timberlake? Justin Timberlake. Wie? Justin Bieber ist uncool oder was? Klar.
Die sind auch. Ja. Was sagen denn eure Girly-Fans dazu? Oh, das gibt aber einen Shitstorm. Ein Shitstorm, wow. Shitstorm ist doch. Shitstorm ist doch schon, ist doch das älteste Wort überhaupt. Ja, das ist wieder voll Hipster, was aufgegriffen wurde. Shitstorm haben wir schon vor 30 Jahren gesagt, wenn wir mal Durchfall hatten. Das ist ja nichts Neues. Sehr gut. So, dann, ja, wenn man euch sehen will, einfach auf YouTube gehen und schauen, wo euer Kanal gerade rumflimmert. Ja. Jede Woche gibt es neues Comedy Zeug. Kann man suchen, YTD, was man ja, will. Ja, und jede Woche gibt es neues Material. Jede Woche ist Freitag. Das ist der Freititag, da gibt es einen Sketch. Und hat nichts mit Titten zu tun. Nee, Titi hat auch gar nichts mit Titten zu tun, sondern heißt einfach nur, das Y steht für You und das T steht für Tube. Und ihr habt gesagt, Titi könnte gut sein, klingt ein bisschen nach Titten, ist aber nicht gemein. Genau, das war 6 Jahre her, dass wir auf den Namen gekommen sind. Junge brauchten das Geld. Ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg damit. Danke. Ja, kommt einfach mal wieder, wenn ihr neue Songs am Start habt. Könnt ihr mal live mit den Heavytones spielen. Das war geil vorhin. Also war mega. Danke. Vielen Dank.